wie ein Löwe hinter Gittern. Dieses Gefühl kennen seit Beginn der Frühjahrssaison auch unsere Trainer. Der goldene Käfig für heimische Betreuer ist 2 Meter breit, 10 Meter lang und nennt sich Coachingzone. Das Reservoir im Freiluftgehege wird von seinen Bewohnern unterschiedlich genutzt. Man ist entweder stumm wie ein Fisch, spuckt wie ein Lama, betätigt sich als Wiederkäuer oder ist stolz wie ein Löwe. Die Dompteure geben ihren Schützlingen jedenfalls einige Freiheiten. Ich glaube, es wird kein Millimeterreiten von mir oder meinen Kollegen durchgeführt werden in diesem Sinne. Nur 9 Tore in dieser zweiten Frühjahrsrunde, die im Zeichen der Austria stand. Die Salzburger gewinnen bei Rapid 2:0 und die Wiener bei Innsbruck 2:1. Im Oberösterreich-Derby feiert Steyr den einzigen Heimsieg der Runde, Mödling gegen Admira eine echte Nullnummer und bereits gestern Lass gegen Sturm 1:2. Über 40.000 Zuschauer kamen zur dritten Frühjahrsrunde, der drittbeste Besuch dieser Meisterschaft. Lassen Sie sich vom Hintergrund nicht täuschen. Die Tabelle ist nach der heutigen Runde in Violett gehalten. Salzburg nach Verlustpunkten gleich auf mit der Austria, dann Rapid. Innsbruck nach der 4. Niederlage in Folge bereits von Steyr und Sturm eingeholt. Und zwischen LASK, Admira und FC Linz wird wohl der Relegationsteilnehmer zu suchen sein. Der 2:1 Siegestreffer für Sturm Graz durch Markus Schopp ist das 50. Kopftor dieser Meisterschaft. Auffallend, dass Sturm beide Tore im Anschluss an Eckbälle erzielte. Die ersten Cornertore der Grazer seit fast 2 Jahren. Nichts Neues im Kickerpokal. Die 3 Führenden haben 11 Tore, gleich viel übrigens wie Arbeitskollege Toni Polster von Köln. Übrigens, die Könige aus dem Reich der Trainer haben heute noch einen großen Auftritt. Die Betreuer der 4 Spitzenclubs sind am Abend zu Gast bei Elmar Oberhauser. Herr Babitsch, freuen Sie sich schon auf die erste Sendung Sport am Samstag im ORF? Ja, freue mich. Erstens muss ich sagen, dass in Deutschland ZDF war diese Sendung schon jahrelang so eine erfolgreiche Sendung. Und ich glaube, dass Österreich hat Kräfte und hat diese Leute, was kennen, so eine gute Sendung machen. Ja, also 22.05 Uhr ORF 1, Sport am Samstag mit Elmar Oberhauser und allen Fußballtrainern. Damit kommen wir zur nächsten Runde, die schaut folgendermaßen aus, nur FC Linz gegen Salzburg am Freitag, alle anderen Spiele Samstag 15.30 Uhr. Damit sind wir bei der zweiten